Hallo Freunde, herzlich willkommen zu BeTheChange.World. Die Sonne geht gerade auf, es ist 6 Uhr morgens, ein wunderschöner neuer Tag bricht an. Hola Ronald, ¿qué pasa amigo? ¿Cansado es? Mucha fiesta, ¿no? Mucha fiesta. Ich laufe jetzt mal gemütlich runter. Heute fahren wir, wie gesagt, aufs Dorfgrundstück. Da ich mein Motorrad erst heute wieder zurückbekomme, hat Ronald angeboten, mich abzuholen. Este es el Tunchi Loco. Siempre lo recordarás, este ritmo de cumbión que los tigres cantarán, porque así lo mando yo, siempre lo recordarás, este ritmo de cumbión que los tigres cantarán. Y esto es para ti, Guambrita, para Pucallpa, Tingo María. Salta, canta y baila con pasión y con amor. Canta, salta y grita por lo que siempre te di. Con este ritmo de los tigres me recordarás que fui tu amor, tu hombre y tu amante una vez, porque así lo mando yo, siempre lo recordarás. Ja, das ist die Straße zu uns hoch aufs Dorf, die ist neu gemacht worden. Super Bodenbelag. Permakultur im Pobu hier bei Martin und Mel im Garten. Geil, Salate wachsen, guckt euch das an. Hä? Ei! Sollen wir mal was rausziehen? Zieh mal raus. Boah, ein Rettich. Ein Rettich. Ja, ja, mega geil. Was sind das da vorne für Blümchen? Obergeil. Papas. Sehr schön. Ja, läuft. Ist es ein Radieschen oder so ein Radieschenrettich? Nee, das sind die Radieschenrettich. Du kannst schon mitnehmen, kannst schon probieren. Scharf wie Sau wahrscheinlich. Ja, ja, soll ja noch was schmecken. Und da ist das Häuschen. Sehe ich heute auch zum ersten Mal in Live. Mega geil. Ah, geil, Mann. Ich laufe ich mal zum ersten Mal bewusst die Treppe runter, die wir gebaut haben hier aus Stein. Ich filme gleich mal von der anderen Seite. Ich bin immer hier noch mit Krücke unterwegs und immer noch vorsichtig, weil heute ist erst Tag 4, wo ich laufen kann. Jetzt haben die hier ums Haus noch einen Kanal gebaut. Boah, eine geile, richtig rustikale Hütte, Mann. Sehr schön, ich guck gleich mal rein. Und hier die Outdoor-Küche. Das ist ein Traum. Hier die Kochstelle. Hier ist doch schön, Leute. Hier sitzen sie auf der Bank am Herztisch. Ist doch geil. Mal gucken, wie hier die Aussicht ist von hier oben.
Oh ja, so kann man leben. So kann man leben. Sehr schön. Jetzt haben wir hier ums Haus nochmal klares Wellblech. Hier kann man noch was drunter pflanzen. Oh, das Räumchen gefällt mir super gut hier. Das ist geil. Ja, ist ziemlich cool geworden. Bist du happy? Auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir mal mit rein. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, jetzt halt dir mal fest. Ja, obergeil, Mann. Ja, da oben haben sie beide Betten. Hier Kuschelecke und da nochmal. Ja, das ist die Couch unten. Aha. Da haben wir da vorne so einen Fernsehtisch aufgebaut. Da haben wir am Abend dann immer ein bisschen mit dem Laptop Fernsehen geschaut und oben haben wir geschlafen. Sehr geil. Genau. Hier schön verzierten Tüchern. Hier die Aussicht nach Paradise. Ja. Hier so ein Moskitonetz drin. Ja, ist doch geil. Die Aussicht nach Paradise. Und wenn es zu ist, dann wird es nachts wahrscheinlich gar nicht so kühl, ne? Nee. Und wir jetzt eine Bodenheizung drin. Klar. Was zugemacht unten mit der Folie. Ah ja. Hm? Gut. Das heißt, zieht gar nicht durch. Na, die Viecher bleiben draußen und die Kälte. Ah. Sehr gut. Strom haben wir, da kann man sogar da. Schau, guck. Andere Seite. Licht. Ah, ja. Guck mal einer an hier. Und draußen bei der Küche haben wir dann auch noch Licht für die Nacht. Und alles mit der Kettensäge hier. Alles Kettensäge, rau, aber schön. Rustikal, aber geil. Da hat der so. Martin dann so coole Regale gebaut. Aha. Aber das ist dann getrocknet und schauen wir, wie es das verbogen hat dann. Aha. Ja. Schaut immer so, nicht mehr so gut aus wie am Anfang. Na gut, das ist halt Holzarbeit. Was ist der Unterschied zwischen Holz und Beamten? Der ist Holzarbeit. Holzarbeit, genau. Kleiner Scherz am Rande, hin und eine Treppe. Ja, so kann's doch hier sein. Minimalistisch, geil, mit Garten drumherum, Essen am Start. Alter, la cerveza. Oh. Ja. Puh. Ich glaube, ich konnte es mögen, oder? Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, Leute, ich drehe gleich mal weiter. Prost. Para descansar. Claro, Hamaca. Alter, Pär. Ja, erzählt doch mal, am Anfang lief's gut und danach erstmal gar nichts, einen Monat, 5 Wochen, war erstmal Frust. Genau, da waren wir dann. Da habt ihr schon gesagt, oh, wir hauen jetzt ab, wir haben keinen Bock mehr. Ich dachte so, ach oh Gott. Der Monat war noch super. Ja. Oder gut. Und man sagt, dann dauert halt alles ein bisschen. Mhm. Das zweite Monat war dann, hat uns ein bisschen angekotzt. Ja. Vor allem, weil es mit Mellis Gesundheit nicht besser geworden ist. Und da halt gar nichts passiert ist. Mhm. Aber dann mit Eigeninitiative ist schon. Zu der du uns ja dann auch geraten hast. Ja, du, es ging ja nicht anders. Also, wenn man. Eine Sache ist einfach wirklich Fakt: auf die Peruaner, wenn man sich verlassen will, ist man verlassen. Das sind gute Menschen, aber mit denen kann man keine Termine ausmachen und sagen, komm dann und dann um die Uhrzeit. Das verstehen die nicht. Muss man immer aufpassen auf die. Und die Erfahrung haben wir jetzt hier gemacht. Die haben sich furchtbar verstritten, hier die Nachbarn untereinander, haben sich irgendwie gegenseitig angezeigt und dann kamen die nicht zur Arbeit, wollten nicht mehr und ich arbeite mit ihm nicht und du darfst meine Maschinen nicht benutzen, so Kindergarten. Und dann war erstmal Stillstand. Und ja, dann haben die es selber gemacht. Genau. Das ist doch jetzt auch geil. Es ist richtig, richtig cool geworden. Rustikal. Rustikal. Da kann man immer noch später irgendwann mal drüber gehen mit der Bandschleifmaschine, wenn man Lust hat, kann man immer noch weitermachen. Wasserdicht ist es, gell? Tropft nichts rein? Nee, das ist auf jeden Fall was halt echt spannend zu beobachten. Wie es noch innerhalb von einer Woche ist das Holz aufgetrocknet, weil das ja die Sonnenseite ist. Klar. Und dann hat es da echt so einen Zentimeter große Klussen dann aufgetan. Ja. Und deshalb wollten sie, schau wie süß sie waren, die Peruaner, dann wollten sie das so schlichten mit so Hölzchen und haben gedacht, wir sehen das dann nicht. So geil. Ja, haben sie einfach so reingesteckt. Ja, die Peruaner, ihre Ideen. Ja, kreativ sind sie. Immer für einen Ruf. Ja, also hier, ja, das ist geil da. Man muss ja echt einmal sagen, dass das ja wirklich ohne Maschinen, nur mit so einer Handsäge, Motorsäge, was die da alles schaffen, das ist schon beeindruckend. Mhm. Also das, ich weiß nicht, ob das daheim noch viele so in dem Stil so hinbringen würden. Ja. Aber
Die können schon einiges, aber ja, sind so für grobe Arbeiten können die alles. Ja, wenn es nur so um Feinheiten geht, dann muss man den besiegen. Brauchen wir Spezialisten. Die Jungs, also am meisten fasziniert mich, wie viel die tragen. Jetzt auch der Henry, der wiegt ja so 60 Kilo. Aber der trägt sein Doppeltes, der kann 120 Kilo, kann der tragen. Ja, Wahnsinn, oder? Der hat die ja da locker durch den Dschungel. Ich kann nicht so viel tragen wie er. Nee. Ich kann nicht so viel tragen wie er. Unsere Dacros gesehen, oder? Aber das, die sagen auch, das ist reine Gewohnheit. Wenn du das ein paar Mal machst, dann lernst du das Gewicht, musst du in Balance halten. Mhm. Das ist nicht nur die Kraft, sondern das, du, manchmal wackelt man halt so rum, denkt man, fällt um und dann. Und dann hat dann unser Kleid, das ist für ihn nicht gut, dass er jeden Tag was anderes machen muss. Also schlimm wäre für ihn, wenn er jetzt nur Tacos schleppen würde oder so. Mhm. Das würde ihm auf die Gesundheit gehen. Aber durch das, dass er einmal eben sauber macht mit der Machete, dann mit der Kettensäge arbeitet und dann wieder schleppt, ist klar, das alles für die, alles machbar einfach. Ja. Genau. Das Bierchen schlägt an, Freunde, mein Gott. 12 Uhr Mittagspuff. Ja, ein ordentliches Brennholzlager ist definitiv wichtig. In der Regenzeit mit nassem Holz heizen macht nicht so Spaß. Will ich nochmal die Treppe zeigen. Mal relativ spontan, relativ schnell gebaut. Ich habe hier Rettiche. Mir wurde gerade gesagt, die Schärfe kommen nach hinten raus. So wusste ich gar nicht. Jetzt sagt sie, oh, muss ich jetzt mal filmen, muss ich mal filmen. Das wird bestimmt brennen. Es ist scharf, aber es ist nicht wie eine Chili. Das ist eine andere Schärfe. Ja, das ist schon. Aber geil. Haben wir schön, dass hier gewachsen ist. Bio, Bio, habt ihr da drauf gepinkelt? Ja, natürlich, jeden Tag zweimal. In der Früh und am Abend sicher. Deswegen schmecken sie ja so geil. Was habt ihr hier noch? Ihr habt hier noch Bohnen? Ja, Fisolen. Bohnen. Also Buschbohnen. Mhm. Das sind eh schon, soll ich mal schauen, mal, da sind schon so kleine. Ja, da kommen Bohnen schon. Da sind schon so kleine Dings drin. Alita Pika. Der Mann, der Pokita Pika. Und da Salice. Das ist ein Pflücksalat. Genau. Nicht gefressen von irgendwelchen Viechern. Nee. Mhm, sehr gut. Und da unten sind Tomaten. Kito-Kito. Kito-Kito wächst da wild, ja. Da sind jetzt die runden Radieschen auch mit drinnen. In verschiedenen Farben, weil die habe ich in verschiedene Farben gepflanzt. Sie sagt mir, gerade, da hat sie noch die runden Radieschen, falls man es nicht hört auf dem Video, in rote und weiße runde Radieschen. Hier haben die sich in den Baumstumpf, haben die sich in eine Pflanze reingemacht. Auch total süß. Und unser Fahrer, der macht es Spaß, hier Unkraut zu rupfen. Te gusta cambiar en la chaca, Liberino, no? Jalar la hierba? Claro, pe. Er ist ein sehr fleißiger Mensch, der liebt es zu arbeiten. Die pflückt sich da die Radieschen. Ah ja, Bayouver. Und so ist das Häuschen geworden. Ja, jetzt sind 20 Quadratmeter zu mit Holz und wahrscheinlich weitere 30, 40 Quadratmeter außenrum. Und Tiny House im Dschungel Perus mit Aussicht in viele Richtungen und mit vielen, vielen Rettichen und Radieschen. Hola Pierre! Buenas tardes! Ay, buenas tardes! Ja, alles klar? Moin, moin! Gute Fahrt gehabt bei bestem Wetter? Sehr schön, hallo Brian! Ja, bei Martin und Melli waren wir die Richtung, die ganze Aussicht. Hinten ist Piers Dach. Und dieses Grundstück ist frei. 1 Hektar mit für mich dem schönsten Spot, der schönsten Aussicht vom gesamten Grundstück. Da hänge ich nochmal ein Video dran. Ja, das ist die schönste, weil dieser Baum da noch so mit drin ist. Und man hat eine ganz weite Aussicht hier ins Tal. Dieses Grundstück könnt ihr erwerben. Das Grundstück wird geteilt von dieser Straße, die aber nicht viel weiter geht. Ja, die geht jetzt da noch einmal um die Ecke und das war's dann. Und im oberen Teil hat man, wie gesagt, wunderschöne Aussicht. Da ist schon so eine Plattform, könnte man sich ein Haus bauen. Ich bin da, wo dein Haus stehen könnte. Und man ist hier zwischen zwei Bächen. Der eine fließt da hinten. Und hier hat man diese Ebene. Hier kann man sich auch ein Häuschen bauen, wenn ihr wollt. Ist auch wunderschön. Definitiv habt ihr noch den zweiten Bach. Der ist da drüben. Und da sieht man vielleicht den Schlauch auf dem Video. Von dem ziehen wir das Wasser zum Martin und Melli und zum Pierre. Was ihr noch gesagt habt, ihr habt hier mehr Leute erwartet. Ja, wir haben 9 Parteien, aber nur 2 sind momentan da. Ja, die, die gekauft haben, sollen einfach mal kommen. Ja, genau, Leute, lasst euch hier mal blicken.
Nach der Regenzeit legen wir wieder richtig los und jetzt erstmal machst du hier eine Nacht, zwei, drei, eine Woche. Ja, bis Dienstag erstmal. Ah, ist doch geil. Dienstag ist gut. Ja, komm, dann fahren wir runter, dann fahren wir nach Hause. Ja? Ja, gute Fahrt. Danke, ciao. Ciao. Hier sind wir bei unserem Haupthaus. Und ich habe gerade einen Busch Wald-Erdbärchen entdeckt. Gerade mal probieren, wie sie denn so sind. Eine kleine. Lecker. Ich gehe hier mal lang und zeige euch mal die Pflanzen, die wir gepflanzt haben. Und liebe Silvia, das ist jetzt hier eine Widmung für dich. Überall am Rand, da haben wir Bambus gepflanzt. Ja, das wird hier wie so eine zweite Hecke in ein paar Jahren. Es geht relativ schnell. Was wir hier auf jeden Fall demnächst wieder machen müssen, ist Unkraut jäten. Es ist soweit. Ich war 2 Monate nicht hier und das letzte Mal wurde das vor 10 Wochen hier sauber gemacht. Jetzt haben wir hier schon Yucca. Ja, die Yucca hier, die kann man schon wahrscheinlich ernten. Weitere Quito Quito. Auf diesem Grundstück alleine wachsen knapp 50 Bananen. Verschiedene Sorten. Und ich zeige euch mal einen der schönsten Bäume, den wir hier gepflanzt haben. Hier wachsen Zitronenbäumchen. Und da vorne ist bis jetzt der größte Jackfruit. Jackfruit-Bäume sind super. Die sind wunderschön und produzieren innerhalb von 2,5 bis 3 Jahren bereits Früchte. Das ist hier eine Jackfruit-Art. Die hat hier so gezackte Blätter. Manche sagen, ja, die kennen die Jackfruit nur mit runden Blättern. Dieser Baum ist jetzt schon über ein Jahr alt. Den haben wir ziemlich am Anfang hier gepflanzt. Auf dem Weg nach unten. Die Straße ist jetzt zu 70% neu gemacht. Hier haben die neu geschottert. An der Seite sind Abwasserkanäle. Wir sind jetzt 40 Minuten hochgefahren mit dem Allrad. Mit dem Motorrad schafft man das in einer halben Stunde. Ja, das sind 12 Kilometer. Aber man muss einige 100 Höhenmeter überbrücken. Hier ist eine Stelle, die ist phänomenal. Ich sag, hier sieht man immer bis nach Machu Picchu, ja? Ewig weite Sicht bei perfekten Bedingungen. Guten Tag, Bodo. Guten Tag, Bella. Was geht denn ab? Hier, guten Morgen. Hallo, Freunde. Wir sind gestern gut nach Hause gekommen. Heute ist ein neuer Tag im Paradies. Und meine Nachbarn waren heute Morgen um 5.30 Uhr bereits sehr fleißig und haben uns die Ziegel hochgetragen. Ich mache mich gleich daran, unseren Ofen fertig zu bauen. Dann backen wir bald das erste Brot und essen die erste Pizza, Bodo. Ich möchte euch nochmal ganz herzlich einladen, euch den YouTube-Channel von Martin und Melli, den YouTube-Channel von Martin und Melli anzuschauen. Den Link gibt es unten in der Beschreibung. Lasst doch gern bitte ein Abo da, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Lasst bitte auch ein Abo da. Empfehlt uns weiter. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, ein Leben in der Natur, mit der Natur zu führen und dieses Wissen über die Techniken, wie man das so macht, nach außen zu tragen. Habt ihr Interesse an diesem Leben? Meldet euch bei mir. Wir haben weiterhin Grundstücke in der direkten Nachbarschaft von Martin und Melli. Weiter oben auf dem Berg haben wir auch noch 2 Grundstücke anzubieten. Die kleinen Parzellen sind auch noch da. Und falls ihr sagt, ich hätte jetzt gerne meine 10 Hektar, 20 Hektar etc., ich habe es im vorletzten Video bereits angesprochen, ein Nachbar ist bereit, seine 80 Hektar aufzuteilen und Teile davon zu verkaufen. Schreibt mir eine E-Mail an gardenofedenperu@gmail.com, findet ihr auch noch unten in der Beschreibung. Meldet euch bei mir, ich werde euch dann in der E-Mail antworten, dass ich gerne mit euch über Telegram kommunizieren möchte. Denn dann schreibe ich mir nicht die Fingerchen wund, kann mit euch telefonieren und während ich telefoniere, kann ich auch noch arbeiten. In diesem Sinne, liebe Freunde, wir haben noch einige Grundstücke anzubieten. Wir haben eine nette Community hier vor Ort und wir sind bereit zu wachsen. Herzliche Grüße von mir, bis bald. Ciao, ciao.